klinische Krebsregister sind Institutionen, die von Krebspatienten Daten zusammenführen, und zwar über ihre gesamte Behandlung. Alles wird an diesen Institutionen gesammelt, ausgewertet und auch zurückgemeldet. Ein ganz wichtiger Punkt, dass das nicht nur Institutionen sind, die Daten sammeln, sondern dass die auch mit diesen Daten arbeiten. Denn sie sollen ja darstellen, wie Überleben von krebserkrankten Menschen verbessert werden kann. Darum geht's. Bei Krebspatienten ist es so, die werden operiert. In der Chirurgie zum Beispiel. Dann gehen sie zur Strahlentherapie ambulant, aus dem Krankenhaus raus. Dann gehen sie zur Chemotherapie wieder zu einem anderen Arzt und dann gehen sie zwischendurch zu ihrem Hausarzt und überall fallen Behandlungen an. Und diese Daten müssen zusammengeführt werden. Wir haben in Deutschland noch keine wirkliche Datenstruktur, die zeigen kann, wie Behandlungen denn durchgeführt werden, wie sie in Städten durchgeführt werden, wie sie in der ländlichen Praxis durchgeführt werden. Das heißt, wir können gar nicht genau sagen, was kommt da raus bei Behandlungen, welche Therapie ist besser. Diese Daten haben wir nicht und deshalb sind die klinischen Register so wichtig. Die können die reale Versorgung abbilden. In Studien ist es oft so, dass ältere Patienten ausgeschlossen sind. Und die Register können zeigen, ist denn diese Therapie auch bei älteren Menschen denn sinnvoll, wichtig oder sollte man lieber sagen, nein, tun wir nicht. Und so entsteht eine Grundlage, in der wir sagen können, wenn ein Mensch an Brustkrebs, Vorsteherdrüse, also Prostatakrebs oder Darmkrebs oder auch seltenen Erkrankungen leidet, dann können wir sagen, was ist die beste Behandlung. Haben Sie keine Angst, Ihre Daten an ein Register zu senden bzw. dem Arzt zu sagen, ich bin einverstanden, ich will das, weil diese Daten sind dazu da, Ihre eigene Behandlung im Krankenhaus und dann auch in der Praxis abzubilden und vor allen Dingen auch zu verbessern. Das heißt, diese Daten dienen Ihrem Überleben und jedem Überleben des an Krebs erkrankten Menschen.